Heyo Leute, Crimex hier und heute möchte ich euch einen ganz einfachen neuen Glitch zeigen, mit dem ihr in der Garage rumfahren könnt. Bevor es losgeht, wollte ich jedoch noch ganz kurz sagen, dass ich ab sofort häufiger Bilder auf Instagram hochlade. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr vielleicht mal auf meiner Instagram-Seite vorbeischaut. Und wenn es euch eben gefällt, mir eben ein Abo dalasst, würde mich auf jeden Fall mal freuen. Link dazu ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung zu finden. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Glitch. Dafür startet ihr zunächst damit, dass ihr euch mit einem Freund zusammen in eure Garage begebt und euch dann für irgendein Auto entscheidet, mit dem ihr den Glitch starten wollt. In meinem Fall war es jetzt hier ein Centorno und mit dem Centorno funktioniert dieser Glitch auch am leichtesten. Ihr begebt euch jetzt einfach auf die Beifahrerseite von dem Auto und genau in dem Moment, wo ihr eben in das Auto einsteigt, müsst ihr dann das Startkabel von eurem Controller rausziehen. Habt ihr alles richtig gemacht, dann werdet ihr nun am Anfang von eurer Garage gespawnt und euer Freund müsst euch immer noch auf dem Beifahrerplatz in dem Centorno sehen. Jetzt lauft ihr einfach zu dem blauen Kreis in eure Garage und wählt das Auto, mit dem ihr den Glitch gestartet habt, mit irgendeinem anderen Auto, das ihr nicht mehr braucht, und dann habt ihr auch schon das Auto dupliziert. Und jetzt, ja, das war jetzt auch schon der komplette Glitch. Jetzt geht ihr einfach zu irgendeinem anderen Auto oder Fahrzeug hin und nun könnt ihr auch schon in der Garage rumfahren. Ist auf jeden Fall ziemlich cool und dieser Glitch ist auch besser wie die alte Methode, denn bei der alten Methode konnte man ja leider nicht rückwärts fahren und bei diesem Glitch kann man eben dann auch rückwärts in der Garage fahren. Ist auf jeden Fall ziemlich cool und macht ziemlich viel Spaß, mit seinen Freunden in der Garage rumzufahren, deswegen auch sehr empfehlenswert. Wollt ihr nun wieder ganz normal aus der Garage rausfahren können, also wollt ihr diesen Glitch wieder beenden, dann müsst ihr einfach in ein Auto von der Beifahrerseite einsteigen, denn dann wird der Glitch beendet. Heißt, wenn ihr diesen Glitch auch weitermachen wollt, ihr dürft immer nur auf der Beifahrerseite einsteigen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann zeigt mir das doch mit einem Like und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crimex.